Ich leid. Vergiss es. Ich habe den ganzen Tag drüber nachgegrübelt, wie wir Dida doch noch zufriedenstellen können. Und ich glaube, ich habe eine geniale Lösung gefunden. Du hast mit Dida nichts mehr zu tun. Was hast du? Jemand, der einmal strafversetzt und einmal gefeuert wurde, sollte kleinere Brötchen backen. Glaubst du wirklich, du konntest deine Vergangenheit vor mir verbergen? Es tut mir so leid, ich... Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte nie einen Vater. Ich habe aber alle Jahre davon geträumt, von einem Vater, der mich liebt und der stolz auf mich ist. Ich hätte nicht hierher kommen dürfen. Vor allen Dingen mir keine Hoffnung auf deine Liebe machen. Ich werde euch wieder verlassen. Pascal! Pascal, bitte bleib. Ich lass dich nicht mehr gehen. Du bist mein Sohn. Tisch 4, 2 Riesling und ein Wasser. Tisch 3, 2 Hefeweizen. Was ist denn mit dir los? Nichts. Warum machst du so ein Gesicht? Ich bin Olivers bester Freund und ich kann ihm nicht mal beistehen. Matthias, wenn jetzt jemand Beistand braucht, dann ist das Bianca. Ja, dann hilf ihr doch. Wie denn? Besuch sie halt. Ich? Warum eigentlich nicht? Weil ich Angst davor habe. Wovor? Ihre Großmutter kenne ich nicht mal. Und wahrscheinlich will sie mich auch gar nicht sehen. Das wirst du nie rausfinden, wenn du es nicht ausprobierst. Ich weiß auch nicht mal, worüber ich mit ihr reden soll. Ach, das ergibt sich doch. Vielleicht erzählst du dir was von deiner Großmutter. Oder vielleicht lädst du sie zu uns ein. Bring jetzt mal die 2 Rieslinge weg hier. Ja, warte. Das Wasser fehlt noch. Matthias. Kann sein, dass du recht hast. Du bist ein Engel. Da hat mir wohl jemand die Flügel gestutzt. Engel müssen nicht immer Flügel haben. Sondern? Sie machen die Welt ein wenig heller. Du nimmst es heute aber wirklich sehr genau. Hab mich doch schon gewaschen. Damit kann man gar nicht gründlich genug sein. Stell dir mal vor, dich sieht jemand mit dreckiger Stirn. Dann hab ich halt ein Verehrer. Weniger. Heiko. Heiko hat sich doch immer nicht gemeldet, oder? Omi, das würde ich dir doch sofort sagen. Er wird bald kommen. Ist gut für die Nerven. Ich schätze, das können wir jetzt vertragen. Danke. Wenn ich sage, ich will nicht, dass du gehst, dann meine ich das auch. Ich weiß. Nein, das kannst du gar nicht wissen. Ich habe dich 30 Jahre nicht unterstützt. Ich habe viel nachzuholen. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich möchte, dass du in der Bank arbeitest. Das ist nicht dein Ernst. Es ist mein Ernst. Ich weiß nicht. Mein Einstieg hier war nicht gerade der beste. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mir überlegen, jemanden einzustellen, der mich belogen hat. Wenn ich dir eine Stelle anbiete, dann nur, weil ich dir vertraue.
Nach allem, was passiert ist? Jeder macht mal einen Fehler, ich auch. Man muss aber hinter die Fehler sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst nicht gleich zu sagen. Aber eine Absage werde ich nicht akzeptieren, da kannst du sicher sein. Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Es sieht so aus. Auf die Zukunft der Wellinghoffs. Na, hast du alles gekriegt? Natürlich, ich bin doch hier der Star-Einkäufer. Du bist nicht nur im Einkaufen ein Star. Das will ich hoffen. Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Ananas? Was hast du vor? Die waren billig. Ich dachte mir, es kann nie falsch sein, Ananas im Haus zu haben. Die Ananas im Haus erspart den Dosenöffner. Wortspiele waren noch nie deine Stärke, aber ich liebe dich trotzdem. Ich habe dafür andere Stärken. Zeig sie mir. Hier und jetzt. Hier gerne, aber nicht jetzt. Gut zu wissen. Ich muss jetzt leider verschwinden und dich mit deinem ganzen Obst hier alleine lassen. Ich lasse dich aber nicht gehen. Warum meinst du denn, habe ich mich so beeilt? Damit du genug Zeit hast, den Abend vorzubereiten, während deine Frau unterwegs ist. Du hast einen anderen, ne? Nein, es gibt nur dich. Und du bist der verständnisvollste Mann der Welt, der auch gerne mal bereit ist, auf seine Frau zu warten, übrigens. Wenn ich weiß, wo du hin willst. Zu Bianca. Wir können nicht ewig drüber reden und da nichts tun. Du hast ja selbst gesagt, dass ich sie besuchen soll. Ach, du hast einen verständnisvollen Mann, der gerne auf dich wartet. Ich komm schon klar. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich warte und warte und warte. Gerne. Ich wäre auf so etwas nie gekommen. Warum? Das ist doch nichts Besonderes. Das haben wir früher einmal die Woche gemacht. Das ist schon irgendwie ekelhaft. Das Ambiente muss harmonieren, dann kommt die Stimmung von ganz allein. Meinst du, Sophia findet das gut? Also würde mich wundern, wenn nicht. Ich kenne doch unser kleines Fräulein. Bin gespannt, wie sie reagiert. Achtung, Feind auf halb elf. Was? Terrasse, Sophia, mit Kurs auf uns. Na, was macht ihr? Gerade haben wir von dir gesprochen und gesagt, es wäre doch schön, wenn wir noch einen Drink im Fisch nehmen würden. Bevor ich und Sven auf das Konzert gehen. Wir drei, zusammen. Ich meine, du sollst doch auch einen schönen Abend haben. Sonst fühlen wir uns einfach nur schlecht. Ich weiß nicht. Ich störe da doch nur. Der Abend gehört euch. Sorry, aber das ist nicht der Text, den ich jetzt von dir hören wollte. Dein Satz wäre jetzt gewesen? Ja, sehr schöne Idee. Wann soll's losgehen? Ach, Denise, du brauchst mich nicht aufzubauen. Ich freue mich, wenn ihr einen schönen Abend habt. Falsch? Ja, sehr schöne Idee. Wann soll's losgehen? Wenn ihr unbedingt wollt. Ja, sehr schöne Idee. Wann soll's losgehen? Wir holen dich pünktlich ab. Schön, dass du dich freust. Auch ein? Was? Orangensaft. Danke. Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Ich würde gerne ein bisschen raus. Musst du eine Weile auf Omi aufpassen? Hallo? Bianca, schön, Sie zu hören. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke. Wie geht es Ihrer Großmutter? Sie schläft viel. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann lassen Sie es mich bitte wissen, ja? Danke für das Angebot, aber im Moment ist die größte Hilfe, dass ich Zeit habe, mich um Sie zu kümmern. Das ist doch selbstverständlich. Dennoch möchte ich Sie bitten, nicht zu zögern, anzurufen, wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, ja? Vielen Dank, Frau Wellinghoff. Ist Ihre Cousine zu sprechen? Ja, Moment, ich gebe sie Ihnen. Frau Wellinghoff. Ariane, was kann ich für dich tun? Wir haben Post. Wir? Ja. Ich dachte, vielleicht hast du Lust, nochmal aufs Gut zu kommen, um mit mir gemeinsam die Pläne für unseren Mustergarten anzusehen. Unsere Pläne sind endlich da? Gerade vom Boten gebracht worden. Und ich kann es kaum noch erwarten, sie endlich anzusehen. Höchstens eine halbe Stunde könnte ich noch warten, bis du hier bist. Na, da werde ich wohl kommen müssen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Gut. Gut.
Tut mir leid, aber ich muss noch mal aufs Gut. Ist wichtig. Geh doch einfach mal eine Runde raus. Sie schläft doch eh. Ich lass Omi nicht allein. Naja, vielleicht dauert es bei mir auch nicht so lange. Bis später. Pascal, dass du den Eindruck hattest, du müsstest mehr Erfolg vorweisen. Ich glaube eher, ich sollte mich entschuldigen. Dafür gibt es keinen Grund. Ich denke schon. Schließlich habe ich mir eine Notlüge zunutze gemacht. Lass gut sein, vergiss es. So einfach geht das. Mein Vater muss auch verzeihen können. Viel wichtiger aber ist mir, dass du mir verzeihst. Was sollte ich dir verzeihen? Ich war nie für dich da. Ich war kein guter Vater, nein. Ich war überhaupt kein Vater für dich. Wir sollten uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Du hast recht. Lass uns ganz neu anfangen. Früher musste ich dich hier stundenlang huckepack durch den Park tragen. Du hast mir immer zu schnell schlapp gemacht. Was? Es konnte dir nicht schnell genug gehen und ich habe alles gegeben. Mag sein. Aber wir fangen ja neu an. Aber du erwartest nicht von mir, dass ich dich nochmal huckepack nehme? Herr Behringer? Bärbel? Heute so förmlich. Was ist das? Für mich sieht das aus wie ein chinesischer Nudeleintopf. Ganz offensichtlich eine Suppe. Das kann gar keine Suppe sein. Suppe raschelt nämlich nicht, wenn man sie schüttelt. Sie sind die Expertin. Ist jetzt hier eine Meuterei gegen mein Essen geplant, oder wie? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das Zeug herkommt. Ich kann Ihnen aber sagen, wo es hingehört. Hey! Das ist meins. Und außerdem hat es Geld gekostet. Ja, das war sicherlich auch jeden Cent wert. Ja, du musst es ja wissen. Ja. Antioxidationsmittel E110, E120, E320 und nicht zu vergessen das gute alte Glutamat. Wird übrigens auch in der Tiermast verwendet, weil es appetitanregend ist. Naja, so schlimm klingt es jetzt nicht. Es ist in meiner Küche, also ist es schlimm. Bärbel hat schon gemutmaßt, dass hier eine Meuterei gegen sie geplant ist. Gar kein so schlechter Gedanke. Was willst du überhaupt mit dem Dreck? Ich schmuggle es nach Grönland, werde damit reich und lass mir den Bauchnabel vergolden. Goldfinger, hä? Ja, aber bei James Bond, da ist die Frau daran gestorben. Richtig. Ich bin hart im Nehmen. Hier, Waldpilzsuppe. Sowas hatte ich schon lange nicht mehr. Wissen Sie, Bärbel, manchmal essen Eddie und ich sowas auch ganz gern. Männer. I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. Won't be made useless. Mein Leben ist wie ein Kartenhaus. Immer wenn ich es einigermaßen aufgebaut habe, reißt jemand eine Karte heraus und alles bricht in sich zusammen. Jedes Mal habe ich eine Karte weniger zur Verfügung.